Es ist ein durchaus ungewöhnliches Treiben, welches sich an diesem Samstagnachmittag im Gemeindesaal der Karlsruher Alt- und Mittelstadtgemeinde abspielt. 15 gestandene Männer greifen zum Schwert. Zwar sind die Waffen nur aus Holz, aber wird uns nicht schon als Kind beigebracht, Probleme ohne Gewalt zu lösen? Und überhaupt, ist die Kirche unserer heutigen Zeit nicht eher dem Pazifismus zugeneigt? Nachgefragt bei Schwertcoach Thorsten Karas werden wir beruhigt. Schwertarbeit ist genau genommen Friedensarbeit. Da geht es nicht um Gewalt, sondern um Kontakt zu den eigenen Energien und auch den Aggressionen zu kriegen, die da sind, um sie auf eine friedfertige Art in die Welt zu bringen. Es geht um innere Kräfte, die durch den Schwertkampf vermittelt werden. Und da sehen wir relativ schnell was Ähnliches wie Gebet praktisch als innere Kraftfindung. Und deswegen ist es eigentlich keine Übung für Krieg, sondern Übung für innere Kraftentwicklung, aus der Männer ganz besonders leben können, so wie es vielleicht beim David damals war. David? Genau, der israelitische König David, der einst den übermächtigen Krieger Goliath im Kampf besiegte. Unter dem Motto David, Männer, Krieger und Kämpfer ist die Veranstaltung nämlich Teil des derzeit von der Stadtkirche initiierten David-Projekts. Das Ziel ist, wo leben Menschen in Karlsruhe das, was David damals gelebt hat? Wo sind sie mutig? Wo lieben sie? Und wo bringen sie Gottvertrauen in unsere Stadt? Und das wollen wir hier in Karlsruhe wieder neu zeigen, dass das weiterlebt, was er damals gelebt hat. Eigenschaften Davids wie Klarheit, Eigenständigkeit, Selbstvertrauen oder Direktheit lassen sich durch die gezielte Arbeit mit dem Schwert trainieren. Für die inneren Konflikte des Alltags ist man so im Idealfall gewappnet. Ich meine dich ist die eine Sache, ich kann mit dir in Dialog treten und auch jederzeit wieder so machen. Also wenn ich so bin, ist es anders. Wenn ich so bin, ist auch anders. In dem Üben mit dem Schwert zeigen sich meine Muster. Das heißt, wie agiere ich im Alltag oder in Krisensituationen, da wo es nicht mehr ums Nachdenken geht, sondern ad hoc agiert wird. Und das kann ich mir anschauen und dann kann ich anschauen, ob ich das will oder nicht. Und wenn ich erkenne, oh, das ist gar nicht das, was ich möchte, dann kann ich was verändern. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Na, es geht darum, zu tun und nicht nur darüber nachzudenken zu tun. Dass sich das dreistündige David-Schwert-Seminar übrigens ausschließlich an Männer richtet, hat einen einfachen Grund. Wenn Männer unter sich sind, reden sie anders, wie wenn sie mit Frauen zusammen hier sind. Das wäre auch eine gute Idee, kann man auch machen, also das ist Kämpfen mit dem anderen Geschlecht. Aber unsere Intention ist nicht, Männer Angebote zu haben per se, es gibt auch keine Männermethoden, sondern es geht darum, dass Männer unter sich zu viel tieferen Ausdrucksformen finden, wie wenn sie es im Kontext anderer, also im anderen Geschlecht noch abgreifen müssen. Das haben viele Frauen vorher gefragt und mir war klar, es ist umso wichtiger, dass es dann nur für Männer ist, weil in dem Moment, wo Frauen sich dafür entscheiden, dann kriegt es eine gewisse Frauendominanz. Männer unter sich gehen anders miteinander um und das wollte man praktisch, dass Männer unter sich sind und das ausprobieren, ohne einer Frau in der Runde imponieren zu müssen. Das ist ja unser Thema als Männer. Also du musst jetzt nicht imponieren, sondern du kannst ganz bei dir sein. Auf Männer hat das Schwert zudem von jeher eine ganz besondere Anziehung. Also ich kann es nicht erklären, ich weiß auch nicht warum, aber ich komme auch aus der Arbeit mit Jungs heraus und da ist, wenn ich ein Schwert in den Raum stelle, ich brauche nichts viel sagen, da jeder Junge möchte es in der Hand haben, hat eine Faszination und hat eine unglaubliche Reiz auf Männer und Jungs und das will man einfach nutzen. Bleibt abschließend zu klären, lohnt es sich zum Schwert zu greifen? Als im Trainingszweck auf jeden Fall sehr, weil es sehr fokussierend sein kann. Also ich bin ja Kriegsdienstverweigerer, ich habe eigentlich normalerweise keine Faszination für Schwert, aber es geht so wie so eine Art Kampfsport. Ja? Es geht einfach um Entschlossenheit und Hingabe und sich einbringen. Ja, der lohnt sich schon, klar. Man lernt einfach seine Kräfte besser kennen damit. Mhm. Sicherlich nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um sich früher oder später ganz im Sinne Davids, seinem eigenen Goliath zu stellen.